Schuss und das. Ah, warte mal, wenn ich den jetzt auf Rot mache. Und das richtig mache. Und ich wieder die Hälfte vergesse. Könnte es sein, dass er richtig landet. Und da auch noch. Na komm. Na schön. Machen wir das doch so. Du bleibst da oben. Und wir pfeifen auf die beiden da. Nicht nein, ach komm schon. Lass mich bitte Viecher abholen dann. Okay, du machst dich oben erstmal nutzlos. So, dann ja, dahinter wird blau. Ja, der wird blau. Der schwebt und wird auch blau. Und ich habe schon wieder verplant, abzusteigen. Was ist das? Lande. Danke. Wird neutral. Du wirst rot.
Du wirst rot. Du schwebst schon mal. Siehst du genau gleich zu. Nein, ich bin zu früh zurückgegangen. Ja, man hat's gesehen, ich bin irgendwie Hirn kaputt, das Genau, ich muss jetzt hier erstmal rot machen, den roten machen. Bevor ich das wieder vergesse, mache ich den so. Und ich wollte mich doch alle verarschen, oder? Hinter wird rot, ich vorne wird rot, der schwimmt schon mal. Und Schwupps. Okay. Ist nicht so sehr sinnvoll. Ich bin hier. Okay. Verstanden. Also, ich schieße ihn mit Blau los. Das wird blau abgedrückt. Rot muss ihn wahrscheinlich auch auf die Spur bringen oder so. Oder muss ihn auch abdrücken. Okay, mal weiter. Dann fliegt er hier hoffentlich richtig. Wird von schießt blau, ne? Muss hier abgeprallt werden, damit der hier irgendwie die Kurve kriegt. Um da was zu. Ich muss mitfliegen. Kann aber nicht mitfliegen. Oder? Mitfliegen, okay. Jetzt hoffe ich mal, dass es auch richtig war. Und 1, 2, aufspringen und rot und blau. Etwas vergessen, scheiße. Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Okay, der muss anziehen. Den habe ich übersehen. Gut,
2. Auf damit. Rot. Schwierig. Blau. Wow. Better hurry, Mom. Two ships landing. The third is in low orbit. And it... Kira? Kira! Kira, come in! Hello again. Sorry to keep you waiting. I wouldn't land those ships if I were you. This thing is highly infectious, and we don't even know exactly what the contagion vector is. My scientists will figure it out. Don't worry, I have the pick of the best from around the United Habitats. Fuck you, Ragnar. It was funny the first time around, thing. We'll give you a crash course in human dialectics. I do not care to sound like you, asshole. You've spent too much time with my ex, but we gotta stop meeting like this. The switch, please, Angelica. If you can restore power to Chandra, we can all call it a day and go home. The switch, Patel. We can still make it to the Solidaridad. We can outrun them. Da bin ich bei. Ich werde jetzt auf jeden Fall unsere außerirdische Entität, wollte ich sagen. Unterstützen, mal gucken, was da rauskommt. Und vielleicht kann ich ja das alternative Ende dann auch direkt spielen. Weil ich nicht weiß, inwiefern ich... Oder es gibt gar kein anderes Ende. Ich drücke einfach jetzt hier den Mach mal und wir schauen mal. Ich kann eh nicht mehr raus hier. Ich wüsste auch nicht, welchen Schalter ich noch drücken könnte, um was anderes zu machen als das da. Well done. I know it's been a hard day for you, Angelica, and I know we don't always see eye to eye. But I also know you always do the right thing. No need for human brain to detect human lies. It is me he is trying to reach. He does not care about you. Patel. Mom, where are you? The Solidaridad is fully powered. What do we do? Kira, I'm coming. I'll get to the lobby and then we'll see what we do. Ja. Ich bin gespannt. Ich würde auf jeden Fall Vollgas in die fremde Welt. Wenn ich so sehe, was hier abgeht. Auf jeden. Egal, was da ist. Chandra Basis, Shackleton Krater, Luna. Was sagt mein E? Wie sagt, ich habe noch ein Artefakt. Modell der Solidaridad. Das Versorgungsschiff Solidaridad, ein umgebautes Frachtschiff der Generosidad-Klasse für Flüge in das Sonnensystem ausgeliefert von und so weiter. Achso, ich wollte den Auftrag. Steht oben drüber. Kein aktuelles Ziel. Ja, ich bin gespannt, was jetzt noch. Just wait for my men in the lobby, Angelica. They'll take care of everything. We'll fly Kira and you to High Samarkand. You know it's the right thing, not just for Kira. We'll finally get the chance to study this parasite. It's a once-in-a-millennia chance for science. Mom? Open the door and get in, Mom! Maybe we can make a dash for it! Get to the ship, Patel. We'll rig it to outrun any human space vessel. We can get away from them all. Kira, you, and me. And we'll finally have a chance to study each other. You are the only one in your species who will ever be given this chance. Both of you, just shut up. I'm trying to think. Mom! We're running out of time, Mom! Entweder zum Hangar gehen und Kira fortgehen oder auf Ragnar warten. Tschüss!
Kira. Krieg ich die Tochter jetzt auch zu sehen oder bleibt es einfach nur weiß und. Okay. Wir sehen die Station von außen. What the? What happened to this ship? Your boyfriend has made some improvements. Am I your new dad, Kira? Ugh, gross! Whatever this thing can do, friend, I suggest you do it as soon as. Whoa! We're pulling, oh gosh, over 50 Gs, and increasing. Impossible. We would be long dead, that sort of acceleration. I know a couple of gravity hacks, Patel. So, where do we go now? Infinity. Beyond? Nah, that's been done before. Somewhere quiet. You can teach me some tricks, friend. Give me something I can use to outsmart Nguyen. I mean, if you have a minute. Oh, my pleasure, Patel. All I have is time. Good then. Hey Kira, do you have something to eat in here? Water, hydrogen, oxygen composites. I can synthesize that in a second. Sounds tasty. Fuck you, Patels. Das war Relicta. Ein schönes Rätselspiel mit vielen Sachen und manchmal, und ich habe 19 Stunden gebraucht. Ja, aber nicht alles ist zu sehen, weil ich glaube, eine Stunde habe ich auf jeden Fall ausgeschnitten, weil ich zu blöd war, zu Milch holen. Ja, Mighty Polygon hat diesen wunderbaren Trip, dieses wunderbare Riesenrätsel gemacht. Ich fand es sehr schön. Und teilweise kam ich eben gerade noch mit der Steuerung halt. Das habe ich aber öfter, wenn es nicht so eine Steuerung ist, die ich schon immer drin habe. Sowas wie Call of Duty ist ja immer laufen, schießen, gucken, rutschen. Hier ist halt linke Maustaste negativ, rechte Maustaste positiver Magnetismus. In der Mitte ist das Schweben, was ich ständig vergessen habe. Und ich weiß auch, es gibt irgendeine Art Speedrun-Modus, beziehungsweise es gibt ein Achievement für, du hast das schnell durchgespielt. Für die erste Runde fand ich 19 Stunden gar nicht schlecht. Für spätere Runden wäre das natürlich schlecht. Hier ist noch mal, sind nochmal die wunderbaren Stimmen, die wir gehört haben. Und ja, Deep Silver hat das Spiel auch ein bisschen unterstützt, sehe ich hier gerade, beziehungsweise Mighty Polygon hat es gemacht und Ravenscourt. Ravenscourt gehört zu Deep Silver, deswegen steht da Deep Silver und nicht Ravenscourt Production. Ja, schöne Rätsel, manche Ecken waren ein bisschen trickier, als ich das erwartet hätte. Mir fällt da halt das eine ein, wo ich eine halbe Stunde rausgeschnitten habe, weil ich einfach nicht auf die Idee kam. Oder nicht irgendwie richtig dahin kam und dann nicht auf die Idee kam, dass ich da und dann kam ich nie wieder rein und dann habe ich mir ein Video angeguckt von jemandem, der das geschafft hat und habe dann entdeckt, dass es andere Versionen gibt, wahrscheinlich PC oder was, wo die Rätsel ein wenig anders waren, beziehungsweise irgendwelche Kombinationen etwas anders waren. Oder dass es ein ältere Version gewesen und das hier ist jetzt eine Neuauflage davon, wo die Rätsel zugänglicher waren, was weiß ich. In dem Abschnitt, wo ich das geguckt habe, war aber natürlich alles komisch. Ja, ich wünsche mir mehr solche Spiele und ich habe auch noch 2 bis 4 in der Hinterhand. Allerdings nicht in dem Bereich, da geht es um Laser und Lichtstrahlen. Das werde ich demnächst auch nochmal spielen und habe entdeckt, dass da noch mehr Teile gibt. Aber erstmal hier schönes Rätsel, schöne durch die Gegend laufen. Viele Artefakte, die man sammeln konnte, ein paar viele Texte, die ich nicht gelesen habe, leider. Ich wünschte, die würde es auch als Buch geben oder sowas. Dass man sich die einfach danach dann irgendwo auf dem
anderen Systemen anlesen kann, durchlesen kann. Mag diese Magnetspiele, auch wenn man manchmal mitreisen muss mit dem Magneten, manchmal auch nur zugucken darf. Die Wände fand ich toll, dass man da was freischalten muss, damit man entweder Kisten sich selbst oder gar nicht oder alles kann durch. Ja, schön was für den Kopf, schön was zum Rausfinden. Mit einer interessanten Geschichte drumherum, dieses Relikt da, was uns irgendwie 5 Monate ausgenockt hatte. Was aus der fernen Weltall kam. Ich gucke mir gleich wahrscheinlich nochmal an, was ist, wenn wir... Oh, Nordic war auch dabei. Wenn ich einfach warte auf die Assassins und was dann passiert. Oder ist Nordic einfach nur... Nee, Nordic Marketing. Ach so, das ist die Region. Ich gucke mir gleich wahrscheinlich nochmal das andere Ende an und werde wahrscheinlich enttäuscht sein, weil ich das jetzt hier schön fand mit 50G ab dafür und einer Entität von irgendwoher, die uns einfach hilft und oder unterstützt und wir dann jetzt von der lernen können und die von uns lernen kann. Keine Ahnung, ob es noch mehr davon gibt, aber ich fand auch dieses Gerät schön, wo das Relikt da drin hing und dann alles übernommen hat. Und ich würde immer noch gerne wissen, woher diese ganzen Rätsel, die hat doch nicht die andere Dame da einfach eingebaut, damit man irgendwie ein bisschen Brain-Sachen machen muss, um... ich entdecke die ganze Zeit dieses schöne Figürchen hier, was die Darstellerin zeigen soll. Ja, wie jetzt? Oh, es kommt noch ein Abschluss, oder was? Ja, das war Relicta, ein Spiel von Mighty Polygon und Ravenscourt. Hier liegen die Gefallenen immer noch im Schnee rum. Und ich wundere mich gerade ein bisschen, warum der Dachspann abgebrochen ist und jetzt einfach weitergeht und wir nochmal so eine schöne Figur sehen, die die Hand ausstreckt. Und mit dem Finger wackelt. Ja. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal mit einem anderen Spiel. Das ist wahrscheinlich... nicht so hübsch ist wie das hier oder so durchdacht, aber wir schauen mal. Lasst euch nicht erwischen.